Vorbereitungen zur heutigen großen Assemblée im Hause des reinsten Mannes von Wien, wie ich meinen gnädigen Herrn wohl betiteln darf. Ein Wort nur! Bitte. Ich höre soeben, was ich allerdings nicht begreifen kann. Und das wäre? Was mich in erklärliche Aufregung versetzt. In Kürze, wenn ich bitten darf. Dass bei der heutigen festlichen Veranstaltung hier im Palais, nach der Oberserie meines Schülers, kaum traue ich meinen Ohren noch eine weitere, und zwar gleichwohl so zu sagen, musikalische Darbietung in Aussicht genommen ist, ein Ach- und Singspiel oder niedrige Posse in der italienischen Buffo-Manier. Das kann nicht geschehen. Kann nicht, wieso? Darf nicht. Wie beliebt? Das wird der Komponist nie und nimmer gestatten. Wer wird? Ich höre gestatten. Ich wüsste nicht, wer außer meinem gnädigen Herrn, in dessen Palais Sie sich befinden und Ihre Kunstfertigkeiten heute zu produzieren, die Ehre haben, etwas zu gestatten, geschweige denn anzuordnen hätte. Es ist wieder die Verabredung. Die Operaserie Ariadne wurde eigens für diese festliche Veranstaltung komponiert. Und das ausgedungene Honorar wird nebst einer munifizenten Gratifikation durch meine Hand in die Ihrige gelangen. Ich zweifle nicht an der Zahlungsfähigkeit eines steinreichen Mannes. Für den Sie samt Ihrer Beleben Ihre Notenarbeit zu liefern, die Auszeichnung hatten, was dann steht noch zu Diensten. Diese Notenarbeit ist ein ernstes, bedeutendes Werk. Es kann es nicht gleichgültig sein, in welchem Rahmen dieses dargestellt wird. Jedennoch bleibt es meinem gnädigen Herrn, summa et unico loco überlassen, welche Arten von Spektakel er seinen hochansehnlichen Gästen nach Vorsetzung einer feierlichen Kollation zu bieten gesonnen ist. Zu diesen die Verdauung von den Genüssen, welche sie demnach die heroische Oper Ariadne förderst diese, danach das für Punkt 9 Uhr anbefohlene Feuerwerk und zwischen den beiden die eingeschobene Opera Buffa, womit ich die Ehre habe, mich Ihnen zu empfehlen. Hier finden eure Damen die Mansette Villetta. Sie ist bei der Toilette. Ich werde anklopfen. Lasse das Heil und Geer vom Kauf! Das ist die Sprache der Leidenschaft, verbunden mit einem unrichtigen Objekt. Zweitens weiß sie der Anziehung. Ich sage deinen, so meine ich die Schwere. Ach so, die sind aber jetzt dort, wo ich auch hin soll und wo ich gleich sein will, anstatt mich da mit ihnen aufzuräumen. Wo ist was? Bei der Dame. Jetzt! Eine Viertelstunde vor Anfang meiner Oper beim Essen. Wenn ich sage bei der Tafel, so meine ich natürlich bei der herrschaftlichen Tafel. Nicht beim Musikantentisch. Was soll das heißen? Aufspiel tun Sie. Carito, sind Äuse für Sie. Mehr Zeit nicht zu sprechen. So werde ich mit der Demoiselle die Arie dir und Jungen beginnen. Hier ist nicht die Demoiselle drin, die Sie suchen. Diejenige Demoiselle aber, die hier drin ist, ist für Sie ebenfalls nicht zu sprechen. Weiße, wie ich bin, wie in meiner Oper singt, wisst ihr, wie ich bin? Hey!
bist ein seliger Knabe, ein selbstgefälliger Hans Wurst, in einer Quartalen, wie er scheint, das ist deine Pflicht. Oh, Knabe, du Kind, du allmächtiger Gott, oh, du Knabe, Ich bin
Höflichkeit, um sich wach zu machen. Indessen ist man ganz munter geworden. Was kommt jetzt? Sag mal sie. Die Jungen kreuzen wie ein Paar und ihre Viere wie Paar. Ein heiteres Lachen schwingt mit Tänzen, leichte, gefällige Melodie, eine Hand. Das Ereignis des Abends, wo Mariatte zu hören, das haben sich Keller und vornehme Personen im Hause des reichenden Zins. Ariadne ist das Losungswort, sie sind Ariadne. Und morgen wird überhaupt niemand mehr wissen, dass es außer wir sind bereits in 3 Minuten mit der Ariadne anzufangen. Dagegen haben sich nunmehr wiederum anders besonnen. Es soll also nicht mit der Oper begonnen werden. Was ist das? Vergebung, wo ist der Herr Tanzmeister? Ich habe einen Auftrag meines gnädigen Herrn an Sie beide. Was wünscht man von mir? Mein gnädiger Herr, die Lieben, das von Ihnen selbst genehmigte Programm umzustoßen. Jetzt, im letzten Moment, das ist doch ein starkes Stück. Umzustoßen und folgendermaßen abzugeben. Das Nachspiel wird vorgestellt. Wir geben zuerst die unverkleidete Gnä. Vergebung. Die Tanzmaskerade wird weder als Nachspiel noch als Vorspiel aufgeführt, sondern mit dem Trauerstück Ariadne gleichzeitig. Ha, ist dieser reiche Herr besessen? Will man sie für uns lustig machen? Sieh die Leute wahnsinnig. Ich muss augenblicklich den Kron. Es ist genau so, wie ich es Ihnen sage, wie Sie es machen. Das ist natürlich Ihre Sache. Unsere Sache? Mein gnädiger Herr, ist der für Sie schmeichelhaften Meinung, dass Sie beide Ihr Handwerk genug verstehen, um eine solche kleine Änderung auf 1-2 durchzuführen. Es ist nun einmal der Wille meines gnädigen Herrn, die beiden Stücke, das Lustige und das Traurige, mit allen Personen und der richtigen Musik, so wie er sie bestellt und bezahlt hat, gleichzeitig auf seiner Bühne serviert zu bekommen. Warum gleichzeitig? Und zwar so hoch, dass die ganze Vorstellung deswegen auch nicht einen Moment länger dauert. Denn für Punkt 9 Uhr ist das Feuerwerk im Garten an Fuhl. Ja, wie um aller Götter willen stellt sich denn seine Gnade in das vor? Innere Stimme hat mir von der Bühne an etwas derartiges vorausgesagt. Es ist wohl nicht die Sache meines gnädigen Herrn, wenn er ein Spektakel bezahlt,
sich auch noch damit abzugeben, wie es ausgeführt werden soll. Seine Gnaden ist gewohnt, anzuordnen und seine Anordnungen befolgt zu sehen. Zudem ist mein gnädiger Herr schon seit 3 Tagen ungehalten darüber, dass in einem so wohl ausgestatteten Hause wie das seinige so ein jämmerlicher Schauplatz wie eine wüste Insel vorgestellt werden soll und ist eben, um dem abzuhelfen, auf den Gedanken gekommen, diese wüste Insel durch das Personal aus dem anderen Stück einigermaßen anständig staffieren zu lassen. Das finde ich sehr richtig. No. Es gibt nichts Geschmackloseres als eine wüste Insel. Ach doch, doch, Naxos Herr, sie ist das Sinn in der menschlichen Einsamkeit. Ich darum brauch sie Gesellschaft. Nichts um sich, das ist mehr. Ich Meine Frau, die du an.
rechte Verehrer ist vorerst nicht angekommen. Die Bühne stellt eine wüste Insel dar. Wir sind eine muntere Gesellschaft, die sich zufällig auf dieser wüsten Insel befindet. Ihr richtet euch nach mir, und sobald sich eine Gelegenheit bietet, treten wir auf und mischen uns in die Macht.
Marionetta, Caruccio, Harlekin. Auf die Szene, wenn ich bitte da. Ich soll mit dieser Person auf einer Szene stehen. Oh, seid barmherzig, bin ich nicht ihr alter Lehrer. Jagt mir die Kreatur von dem Meer. Ich weiß nicht, was ich tun. Schon erbässlicher Abstand zwischen ihnen befestigt ist. Abstand! Eine Welt! Legen Sie diese Welt in jede Gewehr! Sein Leben gut! Ich sehe es, so ist mir nur jeden Augen! Wie findest du? Thank you.
Schatten
fürchte, großer Schmerz hat ihren Sinn verwirrt. Versucht es mit Musik. Kühlt auf meiner Nacht.
Als dir gewahr
nicht schließlich lernen, sich in der meinigen auszudrücken? Wir wollen es abwarten. Was wir aber nicht abwarten wollten. Wo gehst du denn? Für ein entzückendes Mädchen, dessen Beziehungen zu mir dringend eine Belebung bewirken. Unverschämter! Und außerdem hier zwei Schritte vor der Wohnung der Prinzessin. Pardon, es ist drin. Was ändert das? Sehr viel, es hat kein Fenster. Ich glaube, du wärst wirklich fähig. Zweifel nicht zu allen. Zu denken, dass es Frauen gibt, denen er eben darum gefiel. Und zu denken, dass du von oben bis unten eine solche Frau bist. Lieber Gott, wenn du wirklich wolltest, dass wir ihnen wieder stehen sollten, warum hast du sie so Wo mag sie sein?
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Oh.